An sich, worum geht es? Es geht da um ein Gesetz, das also in einer für mich verständlichen, strukturierten Form aufbereitet ungefähr so ausschaut. Da kann man dann durchblättern, die einzelnen Abschnitte und Kapitel sich anschauen, zumindest wenn die Maus will. Ja, sie will. Es geht dann da weiter und irgendwo ganz am Schluss hört es dann auf mit den Änderungen, die ins Telekommunikationsgesetz übergreifen. Man kann sich den Text nehmen und den Text anschauen. Man kann aber auch die Frage stellen, was soll das Ganze? Wir haben beides getan bei Epicenter Works. Also wir haben uns dort zunächst einmal im Rahmen der Diskussion auch im Vorfeld mit der Materie schon beschäftigt. Wir haben uns inhaltlich mit den Details des Gesetzes beschäftigt, haben dort ungefähr 10 Seiten Stellungnahme dazu abgegeben. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, wollen wir eigentlich das Gesetz in seinem politischen Rahmen beurteilen oder wollen wir versuchen, aus dem vorliegenden Gesetzesvorschlag die ärgsten Bissigkeiten und Bösartigkeiten hinauszubringen. Wir haben uns dann im Rahmen der Stellungnahme für die Stellungnahme dafür entschieden, die konkreten Punkte, die in dem Gesetz absolut schleißig sind, würde ich mal so sagen, oder unvollständig sind oder qualitativ mangelhaft sind, aufzuzeigen. Und davon ist auch manches in der Gesetzesumsetzung berücksichtigt worden. Davor war aber eine Diskussion, wo wir uns damit beschäftigt haben. Wo ist die Präsentation? Da ist die Präsentation. Im Umfeld haben wir uns damit beschäftigt, was soll eigentlich Netzwerkinfrastruktur, rein von der Bezeichnung her? Was erwarten wir uns davon als kritische Bürger, die davon ausgehen, dass unsere Gesetzgeber das Bestmögliche in der jeweiligen Situation machen und nicht nur eine möglichst 1:1 Umsetzung von irgendwelchen Vorgaben, die von der EU kommen? Das Versprechen der Regierung in der Regierungserklärung war ja, unabhängig von den Vorgaben der EU gute Gesetze zu machen. Das Versprechen der Regierung war natürlich auch, kein Goldplating zu machen. Das heißt, dort, wo die EU irgendwelche Dinge offen lässt oder zusätzlich erlaubt, wollen wir das nicht tun. Wie weit das eingehalten würde, möchte ich da ganz kurz zeigen. Was ist wichtig für unseren Alltag? Ja, Daseinsvorsorge steht im Titel, es geht darum, dass wir eigentlich insgesamt als Gesellschaft ein gutes Leben haben wollen. Ja, das heißt, sicher sein wollen, gesicherte Rahmenbedingungen haben und dazu ist es notwendig, dass bestimmte Teile gesellschaftlich vorgehalten werden, weil ich für mich allein kann keine Straßenbahn betreiben, ich für mich allein kann keinen Strom erzeugen, sondern das sind die Dinge, die ich als selbstverständlich voraussetze im Rahmen unseres gesellschaftlichen Zusammenwirkens. Ich habe da ein Zitat aus einem durchaus nicht linkslinken Medium, nämlich aus Gabler's Wirtschaftslexikon, die also durchaus nachvollziehbar ist. Es geht darum, welche Güter und Leistungen sind essentiell, welche Güter und Leistungen brauchen wir, um gut miteinander leben zu können, ist politisch zu bestimmen, also da gibt es kein absolutes Maß, sondern es ist eine Frage der Möglichkeiten und der Gegebenheiten der jeweiligen Situation, in der man lebt. Wir sind in der glücklichen Situation, in einem sehr hochentwickelten Land, in einem sehr hochentwickelten Europa zu leben. Uns geht's gut, wir haben genügend zu essen, wir haben genügend Strom, wir haben auch genügend frisches und sauberes Wasser. Aber es geht darum, genau diese Rahmenbedingungen der Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Bundesverwaltung oder der Verwaltungsbehörden insgesamt. Dazu gehört, aufgezählt bei Gabler, also schon lange bevor die EU draufgekommen ist, sie macht irgendwas mit kritischer Infrastruktur, Energieversorgung, Post, Telekommunikation, Verkehr, Wohnungswirtschaft, Wasserversorgung, Abwasser- und Müllentsorgung. Bildung, Gesundheit und öffentliche Sicherheit. Ich würde dann noch bewusst ergänzen, soziale Sicherheit. Das heißt, die Chance, das eigene Leben so weit gestalten zu können, planungssicher gestalten zu können, dass man aus heutiger Sicht zumindest bis zum eigenen Lebensende vorausplanen kann, welche Entwicklungen plausibel sind, welche Entwicklungen möglich sind, dass es gelingt, den bestehenden Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Gut, das ist nicht Thema der Netzwerkinfrastruktur, das ist nur das, was ich unter den Rahmenbedingungen sehe, von denen aus ich beurteile, wie ein einzelnes konkretes Gesetz in diesen Rahmen hineinpasst. Ich
bewege mich da als durchaus kritischer Bürger, glaube ich, im allgemeinen Verständnis, selbst wenn es so in der Form nicht immer ausgesprochen wird. Ja, also Daseinsvorsorge umschreibt im Wesentlichen die staatliche Aufgabe, bestimmte Dinge und Rahmenbedingungen bereitzustellen. Grundversorgung, Leistungsverwaltung, Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen etc. Ja, wie gesagt, punktuell aufgezählt, Verkehrswesen, Beförderungswesen, das ist in dem Fall die Definition, so wie es in der Wikipedia ihren Niederschlag gefunden hat. Die Wissenschaftler unter euch werden möglicherweise sagen, Wikipedia ist nicht zitierfähig, ich behaupte umgekehrt, Wikipedia ist das größte öffentlich zugängliche Kompendium an Wissen, das noch dazu gemeinschaftlich erzeugt wurde. Jetzt mag es in Teilbereichen unvollständig oder unscharf sein, aber als gemeinsame Grundlage für eine Diskussion halte ich es für durchaus sinnvoll, sich genau darauf zu berufen und dieses gemeinsame geschaffene Wissen auch weiter zu verwenden. Wie gesagt, zur Daseinsvorsorge gehört Gas-, Wasser-, Elektrizitätsversorgung, gehört aber auch Müll, Abfuhr, also Entsorgung, Abwasserbeseitigung, Bildungskultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe, Schwimmbäder, Feuerwehr und so weiter, also alles das, was da so in Richtung Infrastruktur geht. Das sind Betätigungen, die praktisch von kommunalpolitischen, kommunalwirtschaftlichen Betrieben wahrgenommen werden. Im Rahmen Epicenter Works haben wir irgendwann einmal diese Darstellung kreiert, nämlich Sicherheit gewährleisten oder Überwachung und Kontrolle. So steht es auch nach wie vor auf der Homepage von Epicenter Works. Und genau diese Fragestellung, unter dieser Fragestellung sollte man sich natürlich auch anschauen, was kann dieses Gesetz, das Netzwerk Infrastruktur Sicherheit gewährleisten soll. Wir haben da noch einmal, was im Gesetz drinnen steht. Für alle die, die beim vorletzten Netzbad da waren, über die Details und Inhalte des Gesetzes möchte ich nicht sehr tief eingehen. Da hat der Ottmar Lendl, glaube ich, stundenlang sehr genau geschildert, welche Dinge im Detail drinnen stehen. Ich habe das also eher übersichtsweise gegliedert. Für mich gibt es drei unterschiedliche Bereiche, nämlich die Betreiber wesentlicher Dienste, die Anbieter digitaler Dienste, wobei die spezifiziert sind. Anbieter digitaler Dienste sind insbesondere Online Marktplatz, Online-Suchmaschine, Cloud-Computing-Dienste und zurück gleich zur Einleitung, was hat es mit dem realen Leben zu tun, mit der Daseinsvorsorge. Gut, nächstes Kapitel. Die weißen Teile kommen als Vorgabe von der EU. Der goldgefärbte Teil ist das Goldplating, das in unserem Gesetz drinnen steht, das man also eigentlich laut Regierungserklärung gar nicht brauchen und gar nicht haben wollen. Da stehen nämlich dann noch die Einrichtungen des Bundes drinnen mit so Dingen wie Bundesministerien verständlich, Gerichtshöfe, also wie weit die im täglichen Betrieb fürs tägliche Leben erforderlich sind, mag durchaus angezweifelt werden. Gleiches gilt für den Rechnungshof. Dann gibt es eine spezielle Einheit, die Volksanwaltschaft, die da im Gesetz erwähnt ist und vorkommt als Einrichtung des Bundes und damit in den Bereich der Netzwerkinfrastruktur gezählt wird. Der Zusammenhang ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, macht aber nichts. So sind die Gesetze halt manchmal. Weitere Dienststellen des Bundes können durch Verordnung bestimmt werden. Das heißt, jeder einzelne Minister kann erklären, ich habe eine ganz spezielle Abteilung, die auch noch unter diese Netzwerkinfrastruktur fallen soll. Dann gelten die Meldebestimmungen zum Beispiel, die für alle anderen Ministerien gelten, auch für diese einzelne Abteilung. Auch einzelne Bundesländer können dem beitreten und Bundesländer können wieder Abteilungen der Landesverwaltung damit hineinmelden. Also wie gesagt, das sind die Dinge, die für Daseinsvorsorge, wenn ich mir so vorstelle, irgendwo ist für 14 Tage ein Ort oder sind 40.000 Leute, wie wir es jetzt gerade gehabt haben, von außen abgeschlossen. Es gibt keine Kommunikation dorthin, es gibt keine Transportmöglichkeiten, weil die Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt sind. Wie weit man da als Volksanwaltschaft dann dazu braucht, um gutes Leben oder überhaupt Leben gewährleisten zu können, ist für mich nicht nachvollziehbar, muss aber auch nicht sein, weil ich bin nur ein besorgter Bürger. Es gibt ein paar Dinge, die sehr gut sind in dem Gesetz. Es gibt einen Absatz, der wunderbar beschreibt, wie eigentlich Sicherheitsorganisation ausschauen sollte. Sicherheit,
Anbieter haben Rechnung zu tragen, einer Organisation die Sicherheit der Systeme und Anlagen gewährleistet, die die Bewältigung von Sicherheitsvorfällen gewährleistet, die Betriebskontinuitätsmanagement gewährleistet, das heißt also auch bei Störungen dafür sorgt, dass Ersatzmöglichkeiten passieren. Früher hätte man gesagt, Offline-Absicherung betreiben für Online-Systeme. Heute sagt man halt Betriebskontinuitätsmanagement. Die ganze Frage Überwachung, Überprüfung und Erprobung, das heißt, das Testen von Systemänderungen gehört in diesen Organisationsbereich hinein. Die Überwachung und Überprüfung von Abweichungen im laufenden Betrieb gehört dazu. Die Einhaltung internationaler Normen gehört dazu. Präzise muss man jetzt sagen, das ist wirklich schön formuliert und gilt für die Anbieter wichtiger Infrastruktur. Du meinst, ich soll langsamer sprechen, ich werde das versuchen. Ich habe gesagt, ich gehe auch aus dem Bild. Ich gehe auch vor die Box und muss halt ein bisschen zurückregeln. Ist alles nicht so tragisch. Wie gesagt, gilt ausschließlich für Anbieter digitaler Dienste. Und Anbieter digitaler Dienste sind diese Komponenten wie Suchmaschinen, sind diese Komponenten wie Online-Marktplätze, sind diese Komponenten wie Cloud-Computing-Dienste, für die gilt das. Das gilt nicht für den Teil, der da im Goldplating drinnen steht, das gilt also nicht für die regierungsnahen oder öffentlichen Bereiche. Ja, also dieses Sicherheitsmanagement ist nicht im Gesetz vorgeschrieben für die eigenen Behörden, als ein Beispiel. Aber trotzdem, es ist gut, dass das einmal in einem Gesetz drinnen steht, weil die Aufstellung haben wir sonst im Gesetzesbereich eigentlich nirgends und man könnte das durchaus weiterentwickeln. Wir haben im Bereich Zivilgesellschaft, das sollte eigentlich nacheinander kommen, aber das macht nichts, aus der Stellungnahme, die wir als Epicenter eingebracht haben, sind einige Punkte verbessert worden, deutlich verbessert worden, was den Bereich Privatsphäre betrifft, was den Bereich Datenschutz betrifft, aber nach wie vor problematisch. Ansiedlung wesentlicher NIS-Agenten, also Netzwerkinfrastrukturagenten im 5 Minuten habe ich noch, na dann muss ich Gas geben. Nach wie vor problematisch die Ansiedlung wesentlicher NIS-Agenten im Bereich des Innenministeriums. Was heißt das? Wir gehen da ganz geschwind durch. Das sind also so Elemente der Daseinsvorsorge, die wir sehen. Ja, das ist das, was im Gesetz drinnen ist. Da haben wir die Sektoren inklusive der goldgeblätteten Teile. Und wenn man da dann ganz einfach nur vergleicht, was rechts steht und links nicht vorkommt, zum Beispiel die ganze Frage medizinischer Versorgung kommt als relevanter Bereich im Text vor, aber wird nicht explizit angeführt. Die ganze Frage Abwasserentsorgung, Information, Kommunikation kommt nicht vor. Das heißt also, wenn man eingeschneit irgendwo am Berg sitzt und wissen will, was ist los, haben wir keine Gewähr, dass wir informiert werden, was los ist, haben wir keine Gewissheit, dass wir informiert werden, wann Hilfe kommt, haben wir keine Gewissheit, dass wir womöglich auch noch sagen können, was uns wirklich fehlt. Das wäre der Punkt Kommunikation. Also da gibt's nach meinem Verständnis einige sehr arge Lücken. Man kann das Gesetz natürlich auch sehr schön darstellen. Die Grafiker vom CERT, glaube ich, waren das, oder die INISA war das, hat das so wunderschön dargestellt, da ist alles schön rund und ausgeglichen. Der Meinung bin ich nicht. Es gibt ein Statement, das ich für relevant halte, das also nicht unmittelbar in der Gesetzwerdung vorgekommen ist, aber eine Untersuchung von Christoph Joel et und einigen anderen im Zusammenhang mit Sicherheit und CERTs damals geführt wurde. Sie sehen das Bild, da gibt es also User, da gibt es, wir haben da auch einen Punkt, und nachdem ich vorher gesagt habe, ich darf überziehen, wir haben da User, wir haben Hersteller, Dienstleister, wir haben Governance, also im Sinne von Verwaltung. Lasst euch nicht schrecken von dem gelben Licht. Das kommt pünktlich um 8 und hört um 8:45 wieder auf. Soll darauf hinweisen, dass wir eigentlich üblicherweise im MetaLab um die Zeit Cleanup machen. Das heißt also kurz 10 Minuten zusammenräumen, sauber machen, Mistkübel ausleeren, machen wir heute nicht, weil wir hier eine größere Veranstaltung haben. Ja, wie gesagt, die Governance im Sinne von Verwaltung, Führung, Steuerung. Wir haben Strafverfolgung und Betreiber da drinnen. Naja, die User kommen im Gesetz nicht vor.
Das heißt, was ich zu Hause an Software, Hardware verwende, ob mein Router zuverlässig ist, sicher ist, spielt für die Netzwerkinfrastruktur allem Anschein nach keine Rolle, zumindest aus Sicht des Gesetzgebers. Ob der Hersteller irgendwelche Dinge vertreibt, herstellt oder anbietet oder der Dienstleister einsetzt, die gefährlich oder gefährdet sind, spielt im Gesetz keine Rolle, kommt nicht vor. Die Governance kann man mit Fragezeichen versehen. Das könnte man verstehen unter dem Teil, den ich vorher als Goldplating bezeichnet habe. Wie gesagt, es geht um die Frage der Strafverfolgung und der Betreiber. Das sind die Dinge, die da vorkommen. Das wesentliche Statement aus dieser Untersuchung ist eigentlich, wichtigste Voraussetzung für Zusammenarbeit ist Vertrauen. Ja, das ist halt so. Gerade wenn es um Sicherheit geht, ist immer die Frage des Vertrauens in die Gesprächspartner ein wesentlicher Punkt, weil wenn ich ein Problem habe, das ich nicht allein lösen kann oder allein lösen will, dann suche ich mir jemanden, einen Gesprächspartner, einen kompetenten Sparringpartner unter Umständen, dem ich vertraue. Wenn der Sparringpartner dann Teil der Polizeibehörde ist, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das vertrauensfördernd wirkt. Das ist also der Hintergrund der Frage, warum wir der Meinung sind, es gehört ganz einfach nicht ins Innenministerium. Ja, Text daraus. Wir haben ein Ministerium, das da unten, links unten schreibt, schafft den Rahmen für Österreichs Infrastruktur von der Schiene bis zur Straße, im Wasser und in der Luft bis hin zur Telekommunikation und Technologieentwicklung. Dort würde ich zum Beispiel Infrastruktur und relevante Themen der Infrastruktur durchaus passend sehen, abgesehen davon, dass man über die derzeitige ministerielle Besetzung unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber rein von einer prinzipiellen Organisationssicht könnte es dort ganz gut hinpassen. Ja, es gibt einen zweiten Bereich, wo kritische Infrastruktur und Strategie vorkommt. Es gibt ein österreichisches Programm zum Schutz kritischer Infrastruktur, das nicht ganz neu ist, stammt aus dem Jahr 2013, glaube ich, aber ist nach wie vor von der inhaltlichen Struktur und Beschreibung her häufig brauchbar. Zuständig dafür ist derzeit Sebastian Kurz, seines Zeichens Bundeskanzler, also Bundeskanzleramt. Auch dort könnte ich mir vorstellen, dass ein gewisses Maß an Neutralität im Umgang mit kritischen Themen möglich sein sollte. Aber ganz sicher nicht bei der Polizei. Wie gesagt, die Sicherheitsprioritäten der Polizei sind andere. Da gibt es Sicherheit gemeinsam gestalten, Weiterentwicklung der polizeilichen Arbeit, professionelles Migrationsmanagement, ganz wichtig für Sicherheit, Arbeit in und mit der Gesellschaft fördern, relevante Organisationen einbinden, europäische Vernetzung stärken, Österreichs Sicherheit zeitgemäß gestalten. Was das mit Infrastruktur und Sicherheit der Infrastruktur zu tun hat, verstehe ich nicht, aber das sind die strategischen Vorgaben der Sicherheitsdoktrin des BMI für den derzeit geltenden Zeitraum, also für die Jahre 2017 bis 2020. Ja, also der Block ist, glaube ich, nachvollziehbar, warum das dort sinngemäß nichts verloren hat, wenn es wirklich um Sicherheit geht. Wenn es um Überwachung und Kontrolle geht, dann ist es bei der Polizei natürlich durchaus angebracht, aber dann braucht man nicht von Sicherheit sprechen. Das NIS-Gesetz beschränkt sich im Wesentlichen auf Meldepflichten, gibt keine Sicherheitsvorgaben oder Sicherheitsvorgaben nur im Randbereich, gibt auch keine Sicherheitsvorgaben, was den Betrieb kritischer Infrastruktur betrifft, aus den Bereichen der öffentlichen Hand oder auch für die erwähnten Sektoren. Da steht nur drinnen, Sie dürfen oder Sie müssen melden. Im Normalfall steht drinnen, Sie müssen melden. Und darüber hinaus dürfen einzelne Institutionen Sicherheitsprobleme, Sicherheitsrisiken freiwillig melden an die CERTS, die dann genau diese freiwilligen Meldungen auch ohne Angabe von Name, Person etc. Verarbeiten und weitergeben dürfen. Als kritischer, nachdenklicher Bürger schaue ich mir natürlich auch immer wieder an, was passiert, wenn irgendwas nicht ganz so positiv läuft, wie der Ottmar Lendl überzeugt ist, dass es laufen wird, dass bestimmte Dinge und Passi, die im Gesetz drinnen stehen, nicht angewandt werden,
aus welchen Gründen auch immer, weil die entsprechenden Beamten gar nicht qualifiziert sind, das umzusetzen, weil sie es nicht tun oder nicht wollen oder keine quantitativen Ressourcen dafür haben. Ich habe zwei Fälle. Ein Punkt, Cyberkrise. Ich habe vorher gesprochen, wir hatten den Fall, dass also so 14 Tage, drei Wochen lang Teile Österreichs nicht erreichbar waren, abgeschlossen waren. Könnte man das als Cyberkrise bezeichnen? Was ist eure Meinung? Also bei strenger Auslegung des Gesetzes könnte das zur Cyberkrise erklärt werden. Die Definition der Cyberkrise, da haben wir die Orte, ein oder mehrere Sicherheitsvorfälle, die eine gegenwärtige und unmittelbare Gefahr für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen darstellen und spätestens dort, wo das Stromnetz oder das Telefonnetz gestört ist, passt es dazu. Ja, also das ist die Definition, wie sie im Gesetz, im NIS-Gesetz drinnen steht. Ja, Sicherheitsvorfall, damit wir das abpräzisiert haben, ist eine Störung der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität oder Vertraulichkeit von Netz- und Informationssystemen. Wie gesagt, wenn das Straßennetz gefährdet ist, das Stromnetz gefährdet ist oder ausgefallen ist, das Telefonnetz ausgefallen ist, dann sind wir mit dieser Definition richtig. Erhebliche Auswirkungen haben wir auf 40.000 Leute, die nicht erreichbar sind, ist doch eine beträchtliche Anzahl. Naja, und dann sagt der Paragraph 24 ganz lapidar, die Entscheidung über das Vorliegen einer Cyberkrise erfolgt durch den Bundesminister für Inneres. Das heißt, es war deshalb keine Cyberkrise, weil der Herr Bundesminister sie nicht dazu erklärt hat. Wie gesagt, what possibly could go wrong? Weiterer Punkt. Der Herr Bundesminister ist beauftragt oder berechtigt, bestimmte Datenverarbeitungen zu führen oder führen zu lassen. Erweitert um bestimmte personenbezogene Daten, Kontaktdaten der Leute, die beteiligt sind an der ganzen Meldehierarchie der CoR, Kontaktidentitätsdaten, technische Daten von Personen, die im Rahmen der Dinge tätig sind, der CoR. Entschuldigung, ich bin der Herrschaft in Popular. Ich hab's von draußen gehört, nicht? Sie. Entschuldigung, der Herr. Bitte, wir machen gerade einen Livestream. Gut. Technische Daten von Personen, die im Rahmen des Paragraph 13 ermittelt wurden. Das ist ein ganz interessanter Fall. Schauen wir uns also den Paragraph 13 an. Bundesminister für Inneres ist zur Erfüllung der Aufgabe ermächtigt, IKT-Lösungen zu betreiben, die Risiken oder Vorfälle von Netz- und Informationssystemen frühzeitig erkennen. In meiner früheren Vergangenheit hätte Intrusion Detection System dazu gesagt, das heißt, ich schaue mal alles an, was über das Netzwerk hereinkommt oder hinausgeht, stelle dort Abweichungen fest, stelle dort gegebenenfalls fest, dass bestimmte Datenpakete nicht der Norm entsprechen, das heißt, ich überwache den gesamten Verkehr. In der Definition kann das der gesamte Internetverkehr sein, ist vermutlich auch so angedacht. Also, wie gesagt, personenbezogenen Daten, die in diesem Zusammenhang auftauchen, haben wir vorher gesehen, darf der Herr Innenminister weiterverarbeiten. Ja, Betreiber wesentlicher Dienste dürfen sich dem anschließen. Sie dürfen nicht nur, sondern sie können auch dazu gezwungen werden, über mehrere Stufen, nicht unmittelbar und direkt, aber das kann passieren. Und dann sind wir genau dort, wo wir diese Möglichkeit der generellen Überwachung des Internets haben. Ist ermächtigt, IKT-Lösungen zu betreiben. Er kann, wenn ihm Sicherheitsvorfälle bekannt werden, in die jeweiligen Systeme der Betreiber Einschau halten, kann Anregungen geben, was sie tun sollen, und wenn die Anregungen nicht befolgt werden, kann er dann per Verordnung festlegen, dass sie zu befolgen sind. Das heißt also, genau diese Kette, generelle Internetüberwachung aus Sicherheitsgründen und angeordnet, dass sich auch alle relevanten Betreiber dran halten müssen, ist theoretisch machbar. Ottmar Lendl ist davon überzeugt, es wird nicht dazu kommen, aber wie gesagt, es geht um die Frage, what possibly could go wrong? Umgekehrt, was gäbe es zu tun? Was wäre sinnvoll? Nur ein paar Anregungen, Informationspflicht über Sicherheitslücken bei den entsprechenden Anbietern, bei den Hardwareherstellern, also Informationen über Mängel bei Hard- und Software,
die Frage der Mindestdauer für Sicherheitsupdates, die ein Anbieter, egal Software oder Hardware, gewährleisten müsste im Sinne von Konsumentenschutz. Wenn ich mir heute einen Router kaufe, dann gehe ich davon aus, dass ich den einige Jahre betreiben möchte. Und jeder, der so etwas anbietet, sollte also gewährleisten, dass die Sicherheit über einen vernünftigen Zeitraum auch gewährleistet ist. Genauso gehört dazu, wir wissen, 2,2 Milliarden ist die Größenordnung von Zugangsdaten, die derzeit im Netz frei verfügbar sind. Das sind Daten, die nicht von den Usern bekannt gegeben worden sind, sondern die von Anbietern, Betreibern irgendwo entkommen sind. Ganz einfach deshalb, weil der Schutz der Passwörter oder der Schutz des Zuganges nicht ausreichend ist. Mindestvorgaben, die das betreffen, wissen wir seit mehr als 20 Jahren, dass es das gibt. Das wissen wir, wenn wir heute mit der Bankomatkarte zum Bankomaten gehen, den betreiben wir seit über 30 Jahren. Die Sicherheitsvorfälle in dem Zusammenhang sind trotzdem überschaubar, weil zum Beispiel 3 Fehleingaben bewirken, dass die Karte blockiert ist. Solche Dinge kann ich natürlich auch erwarten und verlangen, dass sie von Anbietern gemacht werden und ähnliche Dinge, dass sie Hash-Werte von Passwörtern speichern, die noch dazu gesalzen sind, das heißt mit irgendwelchen spezifischen Variablen verändert worden sind, so dass ich aus dem Hash-Wert sicher nicht zurückrechnen kann, wie das Passwort lautet. Das sind Dinge, die in der IT seit Jahren bekannt sind, das kann man ohne weiteres als Sicherheitsvorgabe vorschreiben. Das wäre für mich Absicherung von Infrastruktur. Anbieter müssten gewährleisten, nach meiner Meinung, dass Daten von Usern nur verschlüsselt übertragen werden, und zwar end-zu-end verschlüsselt. Das gilt genauso für einen Cloud-Anbieter. Der muss sicherstellen, dass die Daten, die übertragen werden, am Endgerät verschlüsselt werden und für den Cloud-Anbieter nicht auflösbar sind. Solche Dinge würde ich als Infrastrukturverbesserungen sehen, wenn es um Sicherheit geht. Einen Schritt weiter, nämlich weit über das Gesetz hinaus, gehe ich in mit der Fragestellung, wer bedroht eigentlich wirklich unsere Sicherheit? Wenn wir uns die Entwicklungen der letzten 15 Jahre anschauen, wie heute Informationskanäle gefiltert werden, wie heute gezielt Informationen an Einzelpersonen ausgespielt werden, nach welchen Kriterien, dann ist genau die Frage, wer steuert meine sozialen Medien, wer steuert, was ich sehe, was ich gegebenenfalls im Internet überhaupt finde. Also sowohl die Bedrohungen aus Datenreichtum, wenn ein Anbieter, bei dem ich irgendwas tue, Daten sammeln kann und dann am Schluss ableitet, daraus welcher politischen Gesinnung ich bin oder welches geschlechtlichen Vorlieben oder sexuellen Vorlieben ich habe, dann ist es eine Sache, die in der Form ganz sicher zu verhindern wäre. Wenn es um Sicherheit geht, wie gesagt, Sicherheit für uns im Sinne von Daseinsvorsorge, Sicherheit im Sinne von gutes Leben und gutes Zusammenleben. Wer filtert nach welchen Kriterien? Warum sind die Kriterien nicht offengelegt? Warum müssen sie nicht offengelegt werden? Wie schaut es aus mit Informationsmonopol? Wer kann meine Informationen filtern, selektieren, auswählen? Wer bestimmt, was ich überhaupt zu sehen kriege? Gestaltet letztendlich die Informationsblase, in der ich mich selbst bewege. Ich weiß, dass ich mich sehr viel mit Menschen umgebe, die Privatsphäre ernst nehmen, aber sind das die einzigen Informationen, die mich interessieren, die ich bekommen soll? Ich habe meinen Tunnelblick, ganz klar, dessen bin ich mir bewusst. Die meisten Menschen sind das nicht, aber sie haben ihn, und der Tunnelblick wird durch diese Selektionsmaßnahmen noch weiter verengt. Was steckt da für eine Gefahr für die Demokratie dahinter? Wenn wir über sichere Zusammenarbeit und sicheres Leben sprechen wollen. Wer gibt letztendlich das Framing vor? Wer bestimmt, worüber überhaupt diskutiert wird? Ja, wird darüber diskutiert, ob die Mindestsicherungsbezieher zu viel kriegen, oder wird darüber diskutiert, ob diejenigen, die arbeiten, zu wenig kriegen? Ja, wer macht dieses Framing und welche Rahmenbedingungen gibt es, um das Framing tatsächlich anhand von Fakten sinnvoll zu gestalten? Das gilt für mich. Ich bin mir dessen bewusst, gilt aber für die gesamte gesellschaftliche und politische Zusammenarbeit und das Zusammenleben. Welcher Algorithmus wählt für mich aus? Betriebsgeheimnis.
Ja, also die Bedrohungen demokratischer Strukturen sind meiner Meinung nach viel weitergehend als das, was wir im Rahmen der Gesetze derzeit diskutieren. Aber genau über diese Themen sollten wir gesamtgesellschaftlich diskutieren. Und nachdem ich schon deutlich überzogen habe, höre ich damit auf. Danke. Ja, also vielleicht noch ganz kurz noch einmal die Frage zurückgespielt. Sicherheit oder Überwachung, was ist das, was der Gesetzgeber uns da angeboten hat? Darf jeder für sich beantworten, muss es nicht laut sagen, aber die Schlussfolgerungen sind, glaube ich, naheliegend. Ja, danke vielmals für diesen, finde ich, sehr, sehr guten Überblick über dieses Gesetz, das für manche doch recht komplex wirkt am Anfang. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich mich für den kurzen Audio-Zwischenfall vorhin entschuldigen. Jemand hat gedacht, es ist eine gute Idee, in einen Raum zu gehen, von dem man nicht weiß, was dort passiert, schreiend zu betreten. Insofern gehen wir mal in die Fragerunde über. Ja, hat jemand Fragen oder Anmerkungen oder Diskussionsbedarf? Gut, vielleicht, ja. Vorige Woche ist ja bekannt geworden, dass die Arbeiterkammer in Salzburg nur 200.000 Wählerinnen und Wählerdaten ins Netz geworfen hat. Was sagt da das NIST-Gesetz dazu? Wie hätte da der CERT vorgehen können oder hätten die was machen können oder was sagt das NIST-Gesetz dazu? Also versuchen wir die Frage zwei zu teilen, so wie du sie gestellt hast. Nämlich, was sagt das NIST-Gesetz dazu und was hätte das CERT machen können? Das CERT hätte, also hätte die Arbeiterkammer das CERT angesprochen, egal ob mit der Frage, ist das, was sie anbieten, sicher oder gegebenenfalls erst, wenn die Dinge bekannt werden, dann hätte das CERT die entsprechenden Verbesserungsvorschläge unmittelbar eingebracht, hätte genau das getan, was dann in der Folge passiert ist. Er hat gesagt, geht's einmal vom Netz mit den Daten und sorgt dafür, dass jemand, der abfragen will, ob ich für die Arbeiterkammerwahl wahlberechtigt bin, mehr angeben muss als sein Geburtsdatum. Das ist trivial. Im NIST-Gesetz, mach eine Volltextsuche, du wirst nichts finden. Also die Arbeiterkammer zählt nicht zu den wichtigen Anbietern, die Arbeiter zählt nicht zu den Bundesministerien, die Arbeiterkammer kann nicht einmal benannt werden von einem Ministerium oder einer Landesregierung, weil sie eine eigenständige quasi Behörde ist und die als solche nicht angeführt ist. Man kennt indirekt über den Weg über die Volksanwaltschaft gehen und wenn die rechtzeitig reagiert, kennt man dann sagen, die Arbeiterkammer muss was tun, aber wie gesagt, das würde ich eher als sehr unwahrscheinlich sehen. Also im Gesetz steht darüber überhaupt nichts drinnen. Das war genau der Grund, warum ich, oder der Hintergrund, warum ich gesagt habe, eigentlich müsste man jeden Anbieter, der im Internet egal was anbietet, dazu verpflichten, dass der Zugang entsprechend abzusichern ist. Wenn in einem Gesetz drinnen steht, es darf keiner im Internet was anbieten, wenn der Zugang nicht entsprechend state of the art abgesichert ist, ja, dann ist die Frage ganz eindeutig. Ja, dann ist ja das, was in dem Fall vollkommen zutrifft, nämlich das ist ein Versehen oder ein Fehler der Arbeiterkammer. Vor 20 Jahren hätte man mit solchen Dingen möglicherweise noch relativ sicher ins Netz gehen können, weil damals also die Chance oder die Möglichkeit, so mit Durchrechnen von irgendwelchen Zahlen sehr rasch zu einem Ergebnis zu kommen, nicht ganz so groß gewesen wäre. Aber aus heutiger Sicht ist das eine Dummheit der Arbeiterkammer, mein Verständnis davon. Okay, wenn es keine weiteren Fragen... Ah, doch, bitte. Du hast vorher kritisiert, dass es keine Sicherheitsvorgaben und Definitionen gibt. Jetzt erste Frage, ist das irgendwo anders definiert? Und zweite Frage, wäre das NIS überhaupt ein geeignetes Gesetzeswerk, um das dort zu tun? Also wenn ich über Netzwerkinfrastruktur spreche und die Sektoren aufzähle, dann kann ich natürlich Sicherheitsvorgaben per Gesetz festschreiben. Aus praktischer Erfahrung weiß ich, dass es diese Sicherheitsvorgaben in den einzelnen Sektoren, sektorenspezifisch gibt. Ja, also ich habe es seinerzeit, also zur Jahrtausendwende gab es dieses Y2K
Problem. Ich habe das für eine große Bankengruppe in Österreich als Thema koordiniert. Daher weiß ich, dass die einzelnen Sektoren, egal ob das Strom, Wasser oder wer auch immer ist, auch natürlich auch der Bankensektor, entsprechende Vorkehrungen hat. Aber die qualitativ festzuschreiben und zu verlangen, dass sie auch einzusetzen sind und dass sie entsprechend zu verbessern sind, warum soll man das nicht in ein Gesetz hineinschreiben? Gerade wenn es um kritische Infrastruktur geht, gerade wenn es darum geht zu vermitteln, ja, wir als Staat, als öffentliche Verwaltung kümmern uns dafür, dass gegebenenfalls, wenn 40.000 Leute eingeschneit sind, die trotzdem in irgendeiner Art und Weise zu Lebensmitteln, zu Wasser kommen, dass gegebenenfalls dort Abfall entsorgt wird, weil man sonst nichts tun kann oder zumindest ein Regelwerk, haben wir vorher gehört, Continuity Management gibt, das zumindest festgelegt wird, an welche Stelle des Ortes eben der Abfall gesammelt wird, bis er abtransportiert wird. Solche Dinge kann man als Vorgabe in ein Gesetz hineinschreiben. Warum nicht? Also ich unterstelle mal, dass in weder im Innenministerium noch im Infrastrukturministerium Mitarbeiter gibt, die dieses Gesetz in ihrer Tiefe und in ihrer Auswirkung wirklich verstehen. Und ich stelle mir persönlich die Frage, ob das die komplette Thematik nicht woanders angesiedelt sein sollte, wie zum Beispiel im neu geschaffenen Digitalministerium, das ja mehr oder weniger im Moment nur ein Wirtschaftsflügel ist, der Regierung im Endeffekt. Und ich glaube eben, dass wir eine neue Organisation auch brauchen, um das richtig umzusetzen und auch in einer positiven Weg umzusetzen. Also was die Einschätzung der Beteiligten betrifft, bin ich taktvoll genug, dir nicht zu widersprechen. Was die Ansiedlung betrifft, ich würde es ganz bewusst nicht in irgendeiner neu gegründeten Organisationseinheit ansiedeln, sondern ich würde davon ausgehen, dass es Wissen und Erfahrung gibt, die braucht man nur abholen. Das CERT gibt es seit bald 20 Jahren, das hat ausreichend Erfahrung und ich habe mit Ottmar Lendl seinerzeit gesprochen, wie das CERT im Status Nascendi war und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass genau diese Frage Infrastruktur weit über die digitale Seite hinausgeht und im Verständnis sind wir uns da einer Meinung. Ja, wenn ich Meldelinien brauche und das mag Sinn geben oder gibt wahrscheinlich sogar Sinn, dann kann ich die installieren, dann können die Meldelinien als Meldelinien unter Umständen auch beim Innenministerium angesiedelt sein. Ich halte es nicht für sinnvoll, aber die ganze Frage der Kooperation, nämlich wie gewährleiste ich Sicherheit, wie sorge ich dafür, dass nicht nur Fehler gemeldet werden, sondern wie versuche ich Fehlervermeidung als normale Organisationsform zu installieren, dann gehört es, wo Leute mit Erfahrung sitzen. Und Erfahrung gibt es im Bundeskanzleramt einiges, was diese Sachen betrifft. Koordinationsstelle fürs Jahr 2000 Problem war zum Beispiel im Bundeskanzleramt. Der Ministerialrat, der das seinerzeit gemacht hat, ist zwar in der Zwischenzeit in Pension, aber es gibt noch immer genügend Leute, die mit der Materie auch vertraut sind oder sich wieder schlau machen können. Aber auch im Infrastrukturministerium kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das Know-how zumindest zusammenfassen. Aber die wesentliche Frage ist Erfahrung im Umgang damit. Wirklich reale Erfahrung. Was passiert, wenn jemand ein Problem meldet? Ja, was passiert, wenn einer kommt und sagt, in meinen Service eingebrochen worden, was soll ich tun? Gibt's beim CERT. Ja, das gibt's dort, wo diese Vertrauensbasis geschaffen ist. Die Vertrauensbasis kann ich nicht per Gesetz verordnen. Ja, die Vertrauensbasis muss ich mir erarbeiten. Ja, und wenn ich mir anschaue, wie das Innenministerium insgesamt funktioniert und nicht nur beim jetzigen, sondern auch schon beim vorherigen Innenminister, weiß ich, dass diese Vertrauensbasis dort sehr wahrscheinlich nicht zustande kommen wird. Okay, wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, dann gehen wir zum nächsten Vortrag über. Okay, das Mikrofon funktioniert, sehr gut.